Ein Intensivtransportwagen rollt über das Vorfeld des Fliegerhorstes in Wunsdorf. Er soll einen Schwerverletzten abholen. Ein Übungsszenario für 15 Sanitätssoldaten und Soldatinnen, die gerade dabei sind, sich im Rahmen eines dreitägigen Lehrgangs mit der Medivac-Ausstattung eines Airbus A400M vertraut zu machen. Die Besonderheiten sind einmal auf das Flugzeug, auf das Flugmuster entsprechend bezogen. Bedeutet also Dinge wie die Evakuierung dieser Maschine, die Notausgänge, das Verhalten letztendlich während des Fluges, praktische Hinweise im Rahmen von so einem Medivac-Einsatz, was alles an Material, persönliches Material mitgeführt wird, wie der Ablauf von so einem Einsatz ist. Zum Beispiel das Umladen eines schwerverletzten Patienten, der zur weiterführenden Behandlung abtransportiert wird. Ihr medizinisches Handwerk beherrschen die Lehrgangsteilnehmer. Hier geht es um das Kennenlernen der Medivac-Ausstattung im Flugzeug. Künftig werden sie an Bord dieses Flugzeugs an Medivac-Flügen teilnehmen, als Anästhesie- oder Intensivpfleger, als Notfallsanitäter, als Facharzt für Anästhesie oder als Fliegerarzt. Am nächsten Tag geht es in die Luft. Gewöhnungsflug auf einem A400M mit der medizinischen Ausrüstung, die die Soldatinnen und Soldaten am Vortag an Bord kennengelernt haben. Ausbildung am Boden ist das eine, das Training im Flug etwas anderes. Das neue Luftfahrzeug A400M ist ganz spannend. Da sind also die Schwingungen, fühlen sich anders an, die Geräusche, die Flugposition. Das muss man einfach kennenlernen. Zur gleichen Zeit wie das medizinische Personal haben sich die Piloten auf den Flug vorbereitet. Ein echter Medivac-Flug hat auch für sie seine Besonderheiten. Wir haben ein zusätzliches Rufzeichen. Wir geben uns zu erkennen mit dem German Air Force Rufzeichen, würden dann noch Call Sign. Aber mit dem Zusatz Medevac ist das quasi eine Freischein dafür, den kürzesten Weg auch zu bekommen, um die Flugzeit auch am geringsten zu halten für den Passagier und für das Assistenzteam. Take-off in Wunsdorf zum zweistündigen Ausbildungsflug nach Stuttgart und zurück. Schnell steigt der Airbus auf die vorgesehene Reiseflughöhe. 6 Patiententransporteinheiten, sogenannte PTEs, befinden sich im Laderaum mit allem, was an Material und Ausstattung für Intensivpatienten benötigt wird. Und damit sollen die Lehrgangsteilnehmer jetzt arbeiten. Im Vergleich zum Vorgängermodell Transall ist der A400M zwar um einiges komfortabler, dennoch erfordert es viel Konzentration bei hohem Geräuschpegel, Vibrationen und eventuell auftretenden Turbulenzen an einem Intensivpatienten zu arbeiten, der ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit erfordert. Für das medizinische Personal ist Patientensicherheit immer das Wichtigste, natürlich in Verbindung mit der Flugsicherheit. Fliegendes und medizinisches Personal an Bord stimmen sich bei einem Medivac-Flug immer ab. Nach 2 Stunden erreicht die Maschine wieder Wunsdorf. Ende des Fluges und Ende des Lehrgangs. Mit der Einweisung auf dem Medivac A400M haben die Sanitätssoldatinnen und Soldaten den letzten Schritt gemacht, um künftig an Medivac-Einsätzen teilnehmen zu können.